Hier ist zwischendurch nach 60 Jahren die erste Begegnung wieder mit meiner Tante, Mutti und meiner geliebten Frau, die ich in Chile geheiratet habe, aber wir uns schon in Heide 1959 kannten, nur nicht sprechen, nur nicht sehen und noch niemals hinschauen durften. Das kommt alles noch später in Berichten, aber diese Tante neben mir, die hat gesagt, als ich Deutschland verließ: Heinz, wenn was ist, ich bleibe auf Eichnerallee 25, wo du geboren bist. Da kannst du dich immer hinwenden und schreiben und ich werde dir Auskunft geben und helfen. Und somit habe ich es getan, als das Lager, als der Schäfer, Paul Schäfer, in Argentinien verhaftet wurde und es locker wurde, ein Brief rausgeschmuggelt und zu ihr, meiner lieben Tante, die aber schon jetzt verstorben ist, geschrieben habe und sie die Vermittlung zur Mutter gegeben hat und ich dann eingeladen wurde zu Besuch. Alles andere später. Hier oben ganz deutlich zu sehen ist meine geliebte Irmgard, wenn ich zeigen darf. Hier im Bild, ohne sich von der Familie zu verabschieden, wurde sie wie ein Stück Vieh transportiert mit dem Schiff von Genua nach Chile. Schon auf dem Schiff fing die Prügelei und das Nichtverstehen an. Noch niemals ein Gruß, ein Abschiedsgruß, nichts durfte sie machen zu ihren geliebten Eltern. Es war hart, aber sie konnte es für Lebzeiten nicht vergessen. Hier noch einmal die Familie Nathan Bonau mit ihren Enkeln. Und da habe ich eine sehr schlechte Erfahrung gemacht, denn sie waren meine Freunde und ich wusste nicht, dass sie im Krankenhaus unter Drogen und Stillstellen standen. Und sie hat mir viel noch beigebracht. Sie war fast ganz abgemagert, aber hat mir Stricken und alles beigebracht. Er hat mir geholfen. Wir konnten uns gut. Wir haben zusammen gesungen. Sie wollten, was der Schäfer versprochen hat, ins gelobte Land und sie kriegen alle ihre Wohnungen, ihr Familienhäuser, weil sie ihr Hof und Haus und alles verkauft haben für diesen Sektenschwein. Und darauf blieb er bestehen und wurde daher stillgelegt. Und diese Familie, den Film habe ich noch, die haben einen Brief rausgeschmuggelt zu ihrem Sohn Günther Bonau. Der hat den Brief gelesen bei der Not- und Interessengemeinschaft und hat ihn zum Auswärtigen Amt geschickt und die haben nichts unternommen. Und durch dieses Geschehen, weil das Auswärtige Amt alles zugelassen hat, ist Günther Bonau durch diesen Stress und Kummer so gestorben, denn er konnte es nicht mehr ertragen. Oh, was habe ich geweint, als ich es gehört habe, wozu Deutschland fähig ist.